Meine letzte Markierung hatte ich da. Oh, ich mein ein Pferd. Mal wieder ein bisschen reiten. Ein bisschen Vertrauen schaffen wieder. Na. Fällt alles runter hier gerade. Achso, übrigens, wenn man jetzt einen Krog findet, dann meint er immer nur so, ich habe gehört, im Wald der Krogs ist irgendwas passiert. Ich hoffe, es geht allen gut, wo ich mir immer denke, ja. Ich habe schon gerafft, dass ich jetzt bald wieder dahin muss. Nehme ich Diablo mit, dass wir den mal maximieren. Ja, ich habe schon verstanden, wie Pferde funktionieren. Sieht auch gut aus, oder die Kombi? Hey. So steil? Ja gut, okay, wenn ich so drüber nachdenke, ja. Ja, ich reite einfach an euch vorbei. Ach, ich glaube, ich sehe ihn da vorne auch schon. Passe nicht auf. Das ist mein Revier. Natürlich muss dann Aussichtspunkt sein. Nicht Aussichtspunkt, ein Stützpunkt. Oh, fuck, 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 ist das ein großer? Das ist ein Bossbock? Habe ich euch schon mal irgendwie fotografiert? Nö. Ey, rollt mir einfach mein Wild davon.
gekommen. Nee. Komm schon. Hey, ich lass dich hier doch mal stehen. Oder na gut, das bisschen reiten werde ich da noch. Diablo? Rennst du mal nicht ins Feuer, Junge? Hier, friss ein paar Äpfel. Komm her. Komm her, Großer. Mach mir hier keine Sorgen. Boah. So. Nein, Riju, abbrechen. Ein paar Eier nehmen wir mit. Hier noch einer oder warum sterben die nicht? Ah, da ist noch einer. So. Nein! Manchmal bin ich doch kurz davor, die zu deaktivieren, nur wegen sowas. Ich hätte gern noch einen goldenen Apfel. Da hing doch noch einer. Hier hängen mehrere. Oh. Brenn! So. Holzbündel. Heilender Pfad. Sieht mir schon nach. Ein Sprung aus. Ach nee, ich kann ja auf sowas nie
Handy. So. Ich glaube, wenn ich die noch ein Stück weiter hier stelle. Schon sagen, warum funktioniert es jetzt nicht mehr? Die sinkt doch dann da ein Stück ein, oder? Oder nee, ist relativ flach alles. Glaub nicht. So, dann können wir doch bestimmt von hier. Nein, nicht Foto. Dann habe ich wieder genug Segenslichter. So. Bring ich Diablo auf jeden Fall zurück. Ich muss es einfach noch mal probieren, ob da unter dem Stein irgendwas ist. Nein. Nein, dann fühl dich nicht immer angesprochen. Eine Ziege, okay, ich dachte schon, da kommt schon wieder so ein Bluffbaum. So, dich weg.
Ich hoffe, Diablos Rüstung sorgt jetzt nicht dafür, dass ich noch leichter vom Blitz getroffen werde. Dürfte eigentlich nicht. Also ich finde das ziemlich asozial. Ach, Hallöchen, da sind die Stahlpferde. Ach, hier hinten bin ich dann runter, okay. Ach nee, das ist ein Pferd. Ich dachte, da kommt wieder jemand sein. Ihr treibt euch aber auch alle genau am gleichen Ort immer rum, ne? Diablo, entspann dich. Alles gut. Momo ist auch da. Momo mit. Hm? Kleiner Schmuff. So, stell mein Pferdchen mal wieder ein hier. Ja. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Immer dasselbe Gefasel. Nein. Was hast denn du so, Terry? Ja. Komm, gib mal her. Ich brauche ein paar Pfeile. Okay. Dann würde ich, bevor ich mir eine Statue suche, noch mal ins Dorf der Zoras gehen wollen. Wenn ich es denn finde. Bin ich doof? Da. Und dann hole ich mir hier nämlich A, diese Lichtschuppenlanze, die man sich ja basteln lassen kann. Und wir holen uns den, wie hieß er? Den Routerhelm. Wenn wir den aufhaben, hat dann Sidon immer so ein komisches Gesicht. Och nein, Momo, da jetzt nicht lang. Oh mein Gott. Oh, Momo hat sich in seinen Karton verkrümelt. Er gibt da normalerweise Ruhe, weil dann will er schlafen. Aber ich kann es jetzt nicht haben, wenn er bei meinem PC rumstromert und macht er noch irgendwie die Aufnahme aus oder irgendwas. So. Mit wem soll ich für was sprechen? Der Werkstatt neben dem Krämerladen mit Dento. Hier ist doch der Krämerladen, oder? Oh. Das Cliff. Ja, Dento.
Ich grüße dich, Link. Wie nur einmal hast du das Dorf der Zora seinen großen Dienst erwiesen. Seit deiner Zeit wurde zum jungen König Sidon hast du für die Rettung des Dorfes gesorgt. Danke dir. Dich auf der restlichen Folgen des Kataklysmus zu stellen, brauchst du eine Waffe, auf die du dich verlassen kannst. Die Lichtschuppenlanze, mit der die Zoros bereits seit uralten Zeiten kämpfen, wird dir bestimmt gute Dienste leisten. Wenn du dafür benötigte Materialien hast, fährt sie gerne für dich an. Du brauchst eine Zora-Lanze sowie 3 Diamanten und 5 Feuersterne. Ja, genau, die Zora-Lanze. Ich hatte einmal Glück, dass ich gerade in der Höhle rumgestromert bin, wo eine in der Kiste war. Und eine habe ich aus dem Untergrund, so eine unversehrte. Die habe ich aber ins Haus gebracht. Zora-Lanze kann sogar vergessen seines, fressen seines, macht nichts. Bitteschön. Die alle Diamanten haben wollen. Ich präsentiere die Lichtschuppenlanze. Was habt ihr noch hier? Wasserfrüchte? Sportpfeilchen, Reis? Ich nehme noch eine Pfeile mit. So, und jetzt muss ich noch mal in den Thronsaal. Wo war denn der Thronsaal? Der war eins über mir, oder? So krass. Ich find's geil, dass die sich alle vor mir erschrecken. Das sieht nach Thronsaal aus. Sidon! Oh. Hey. Ah, Link. Tut mir leid, ich habe noch nichts über den fünften Weisen in Erfahrung gebracht. Ich habe aber etwas anderes gefunden, das auch sehr interessant ist. Und zwar in einem alten Buch der Königsfamilie. Dabei geht es um einen verborgenen Schatz. Hast du ebenfalls dein Interesse geweckt? Das interessiert mich. Nichts anderes habe ich erwartet, dann hör gut zu. Der Text, um den es geht, lautet wie folgt. Der große Fisch, der ewig Wächter, zu Füßen seiner Statue ruht, ein Schatz, eine lange Brücke führt dorthin. Lasse unter dieser Brücke die Furcht hinter dir, der beiden Wasserfälle durchschreitet, wird der Schatz erlangen. Nun, was meinst du, ob diese Hinweise wirklich zu einem Schatz führen? Das Buch war allerdings schon recht alt, keine Ahnung, wie dieser Schatz wirklich gibt oder überhaupt noch dort ist. Aber sollte es an dieser Geschichte doch etwas dran sein, wäre dieser Schatz sicher nützlich auf deiner Reise. Also ich an deiner Stelle würde der Sache lieber auf den Grund gehen. Ja. Dafür muss ich nur wieder in die Höhle. Genau hier. Wo wir auch hin sind, als wir mit Koga kämpfen wollten. Ich muss jetzt nur darüber. Coolen Schubs mal an. Ich glaube, ich nehme dann auch direkt noch ein paar Leuchtsamen mit. Moment, muss ich da durch? Ja, ich muss da durchfliegen. Hier, die Riesenleuchtern sind mir ausgegangen, weil ich die für Rüstung und so gebraucht habe. Schwimmtempo.
Doch, hoch, 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 hoch. Und seit wann haben wir das? Ein paar Leuchtsteine nehme ich auch noch mit. Dauernde Blumen sind auch immer gut. Wie gehen Sie dann nochmal Bescheid sagen? Wieder erschrecken? Hey. Wag es nicht, deine Lanze zu ziehen. Whoa. Was? Du hast den Schatz gewonnen? Ah. Das ist einfach spitze Link. Der Schatz war anscheinend der Helm, den der Weise des Wassers einst trug. Ich kann fühlen, wie er auf die Macht reagiert, die nun in mir innewohnt. Du solltest den Helm nutzen. Wird deine Verbindung mit mir, dem Weisen des Wassers, sicherlich noch etwas stärken. Auf deinen Reisen kann dir das gewiss von großem Nutzen sein. Mein Geist steht dir jetzt zur Verfügung. Ruf ihn herbei, wenn du in einer Notlage steckst. So, dann gehe ich mal meine Segenslichter einlösen. Dafür gehen wir mal zu meinem Haus. Ich habe ein bisschen an meinem Haus rumgedoktert. Dann kann ich gleich mal meine Statue benutzen. Ich wollte es nur noch einmal bitte umbauen. Wird, glaube ich, entweder die Bogen- oder die Waffenkammer an meine Statuenkammer ranbauen. Meine Waffenkammer, habt ihr schon gesehen. Dann habe ich hier eine Treppe reingebaut. Und dann ist hier oben mein Schlafzimmer und die Bogenkammer. Und wahrscheinlich würde ich die Bogenkammer nochmal ersetzen durch eine Küche. Die Bogenkammer baue ich dafür dann hier nebenan nochmal ran. Hier habe ich mir ein Statuenzimmer reingebaut. Das ist meine eigene Statue. So, Herzen oder Ausdauer? Ich nehme mal wieder Ausdauer mit. Das sieht irgendwie gruselig aus. Gut.
Dann ziehe ich mir mal besser wieder was anderes an. Ich ziehe mir die Hose. Wie sieht das aus? Wie sieht die eigentlich aus? Oh Gott, nein. Ich bin ein Ritter, schaut mich an. Jetzt haben die Leute wenigstens auch keine Angst mehr vor mir. Gut, erledigt, erledigt, erledigt. Was hatte ich mir noch vorgenommen, was wir mal probieren könnten? Wir könnten noch nach den Sachen fürs Erwachen suchen, nach der Erwachensrüstung. Oder wir könnten auch noch mal ein bisschen kämpfen gehen. Es hängt hier ein bisschen zusammen. Es gibt beim Stall an Bergen gibt es ja noch so eine Aufgabe für den Klitterer. Die ist ein bisschen, wie die nackte Überlebensschreiner, aber ich würde es einfach mal versuchen. Weil ich habe ja jetzt wenigstens ein paar Herzen. Stall des Waldes. Stall am Berge, da. Du bist völlig fertig, aha. Warum seid ihr alle in Unterwäsche? Wo ist er? Er will zu seinem Freund. Wo ist Pam? Pam? Keine Ahnung. Ich will nie so rumlaufen. Hey, bin ich doof? Da. Gar nicht gesehen. Hallo Kollege, sag mal, hast du diese Typen in Unterwäsche gesehen, die sich hier im Stall einquartiert haben? Meine kleinen Vögelchen zwitscherten mir folgendes. Es handelt sich um Mitglieder der Sonderforschungsgruppe, die sich auf Befehl von Prinzessin Zelda so kleiden. Bis vor kurzem hat man hier viele Reisende Richtung Goronia angetroffen, doch jetzt gibt es eine neue Straße und hier ist es einsam geworden, dass sich sogar Monster einnisten konnten. Alles in allem ist also ziemlich riskant, hier nur in Unterwäsche herumzulaufen. Das sage ich den Forschern immer wieder. Aber sie hören mir einfach nicht zu. Das heißt dann immer gleich, dass Prinzessin Zelda es ebenso befohlen hätte. Einige von ihnen sind sogar zu einer Forschungsmission aufgebrochen in Unterwäsche. Zelda ist nicht Zelda. Nicht wahr, Mina, du warst dabei. Sie wollten eine Monsterhöhle an der Bergstraße dort erkunden, weil sie sind noch nicht, immer noch nicht zurück. Ich verzweifle, dass Prinzessin Zelda solche Befehle geben würde. Es gibt Zwitscher, es muss etwas anderes dahinter stecken. Wir sollten hier einmal nachpicken. Dann würde ich sagen, ich warte hier bis Abend. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo ein Feuer oder so, ja. Ich hoffe nur, dass nicht ausgerechnet heute wieder Blutmond ist. Oi.
Oh, jetzt hör doch mal auf hier. Wo hast du mein Pferd da? Kumpelchen, bleib stehen. Da stehen sie schon. Na, traut er euch nicht? So ein Unterwäsche. Oh. Befehl der Prinzessin, los, Sangoba. Wir gleichzeitig loslaufen, brauchen wir keine Angst zu haben. Auf 3, 1, 2, 3. Wahrscheinlich rennen sie jetzt nach hinten. Warum bist du nicht losgelaufen? Du hast doch auch keinen einzigen Schritt gemacht. Was ist los? Nur ein Reisender. Ich dachte schon, du wärst eins dieser Monster. Zurzeit erforschen wir die Monster, die sich in dieser Höhle eingenistet haben. Wie du siehst, tragen wir beide nichts am Leibe außer Unterwäsche. Wir wissen einfach nicht recht, wie wir es angehen sollen und kommen mit der Forschungsarbeit kaum voran. Wir werden in einem gefährlichen Gebiet forschen und ich kann euch keine Soldaten zu eurem Schutz mitgeben. Also stärkt euren Körper und Geist und zieht wacker unbekleidet los. Das war der Auftrag von Prinzessin Zelda. Wir sind Forscher, für uns ist es auch in voller Ausrüstung schon schwierig, uns Monstern zu nähern. Wenn uns jemand zeigen könnte, wie man so etwas angeht, dann würde uns vielleicht ein Licht aufgehen. Ich versuch's. Ja, ich trage nur Unterwäsche. Auch wenn ich halt nicht ganz verstehe, warum ich meine Waffen nicht mitnehmen darf. Ah! Weil dann schlafen sie nämlich. Ganz entspannt. Nein, schleichen, Link, schleichen.
etwas leiser sein. So, dann nehme ich die Lanze, das Horn. So. Das ist der Moblin. Ich weiß leider nicht, ab wann die aufwachen. Also ab welcher Uhrzeit? Und Pfeile. Noch ein einfacher Stock. Aber vielleicht schaffe ich es ja zumindest alle Bockblins platt zu machen. Hallo Mina. Ja. Oh Gott. Er hat eine Waffe gefunden, verdammt. Okay, warum musstest du jetzt schleichen, Link? Och, Mina, ja, ich weiß, du willst kuscheln, aber jetzt mal nicht. Ach so, der hat den schon angelegt, okay. Nö, 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 nö. Mina. Mina. So.
Gut, hätte ich die vorher gesehen, hätte ich mir die natürlich geholt. So, raus hier. Oder Moment, gibt es hier irgendwo noch was Interessantes? Eigentlich ist ja eine Höhle, das heißt, irgendwo müsste es hier ein Majoi geben. Ja, was ist denn, Mina? Ich gehe jetzt erstmal wieder raus. Na gut, Mina weiß wahrscheinlich, dass es langsam Zeit ist fürs Abendbrot. Bitte deswegen, so? Oh. Du bist am Leben. Geschafft. Oh. Hast du es wirklich alle Monster besiegt, obwohl du nichts am Leib außer Unterwäsche getragen hast? Ich würde ja gern meine Kollegen von einer großen Tat erfahren. Also komm doch bitte zum Stall am Berge, dort warten alle schon ganz gespannt auf dich. Ja, gib mir meine Ausrüstung wieder. Oh nein! Honey, mach mich jetzt nicht sauer. Ja, ruhig. Miau. Nimm du erstmal Honey wieder mit, bitte. Nein. Mich nicht. So. Oh. Da bist du ja. Leute, hier haben wir jemanden, der uns mit einer heroischen Tat einen großen Dienst erwiesen hat. Er hat nur mit Unterwäsche bekleidet die Monster besiegt. Erzähl uns doch bitte alles Wissenswerte über das Kämpfen in Unterwäsche. Die Frage nicht so persönlich ist, warum tragt ihr eigentlich alle nur Unterwäsche? Der Befehl stammt doch von Prinzessin Zelda, du solltest ihn auch erhalten haben. Erinnerst du dich nicht mehr an den Appell? Ihr werdet ein gefährliches Gebiet forschen, ich kann euch keinen Soldaten zu eurem Schutz mitgeben, also stärkt euren Körper und Geist und zieht wacker und bekleidet los. Die Ansprache habe ich auch gehört, deshalb bin ich ja hier, um meiner Forschung zu beginnen, aber in Wirklichkeit hat sie gesagt, zieht wacker und begleitet los. Wie bitte? Dann war es also ein komplettes Missverständnis, als wir unsere Forschung Unterwäsche nachgegangen sind. Ja, ach, ihr seid richtige Schlaumeier. Es mag zwar ein Missverständnis gewesen sein, aber es hat dazu geführt, dass wir hinaus in die Welt gegangen sind und unseren Geist und Körper gestärkt haben. Genau wie es Prinzessin Zelda wollte. Ja, das haben wir nur in Unterwäsche lernen können. Also war es ganz sicher keine schlechte Sache.
Los, kehren wir auf unsere Posten zurück und nutzen wir unsere neuen Erkenntnisse. Forschen wir weiter. Selbst wenn es neue Missverständnisse hat, finde ich es beeindruckend, wie sehr sie sich bemüht haben. Und dessen Zelda ist wirklich bewundernswert, sie ist eine echte Anführerin. So, Kollege, damit sind wir nun neuen Gerüchten und Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Mittlerweile kennst du dich ja richtig gut aus. So gut, dass du ein vollwertiges Rektionsmitglied sein müsstest. Hier für dich, Nesthäkchen. Eine Sache noch, wir haben eine Belohnung von Kletis erhalten. Die Krötenstiefel. Gute Reporter müssen unbedingt auf ihr Erscheinungsbild achten. Dieses gute Stück sieht aber nicht nur gut aus, es ermöglicht es dir, dich an Wänden festzuhalten, ohne bei Regenwetter abzurutschen. Ich finde, es lohnt die Mühe, das Teil anzulegen. Mit einem Interview im Regen, das wäre aufsichtserregend. Mache ich mich gleich ans Werk und schreibe meinen Artikel. Abflug! So, und dann haue ich mich hier nämlich nochmal aufs Ohr. Ich nehme trotzdem jetzt erstmal den Gutschein. Damit ich wieder fit bin.